Was machst du da? Ja, das siehst du. Ich stelle Material zusammen für den Bau von einem Lattenzaun. Wieso denn ein Lattenzaun? Deine Kühe sind ja in den Schuhstall. Ross hast du keine. Und die Frau wird dir ja auch nicht davon laufen, oder? Dass sie einzäunen müssen. Stimmt. Aber seit neuestem subventionierten Bund in der Landwirtschaft auch Lattenzäune. Und so verdiene ich für jeden erstellten Lattenzaun ein paar Fränkli dazu. Siehst du, jetzt habe ich alles zusammen. Jetzt muss ich den nur noch zu Lautern montieren. Auf Lautern? Wie kommst du denn auf Lautern? Um diese Zeit, du hast ja gar kein Auto mehr. Und der nächste Zug mit Postauto fährt erst wieder morgen. Ganz einfach, ich stelle mich an die Strasse vis-à-vis von der Valiant, die da die Taxito-Haltestelle nehmen und dann nimmt mich sicher sofort jemand mit. Du kannst aber warten, bis wieder morgen oben wird und du dort wartest. Also, ich sage dir eins, wenn du im Fall, wenn es jetzt lang geht und es kalt wird, dass du nicht nur Frühlingen überkommst, gehst du einfach in die Valiant rein und heute steht ein warmes Kaffee. Gute Idee, das werde ich machen. Aber hoffentlich verschrecken dir die Bürofräulein nicht an meiner Latte. Und wenn das so wäre, dann würde die Herren dort in der Valiant denen sicher beistehen. Bei denen klappt eben Zusammenarbeit. Ja, das denke ich auch, aber sag mal du, wie klappt übrigens Zusammenarbeit unter den Banken hier zu Wieso? Ja, ich denke, das wird schon klappen. Also vielleicht könnten die von der Raiffeisen oder von der Luca wieder mal ein Zünn in die Valiant bringen, aber so willst du es eigentlich wissen? Ja, ich habe gehört, dass bei den Banken untereinander auch Schnaps gehandelt wird. Unmöglich, das glaube ich nicht. Das wüsste ich. Doch, ein Mitarbeiter von der UKW hat bei Ricardo privat eine Flasche Bacardi und eine Flasche Grappa ausgeschrieben. Und weisst du, wer der Höchstbietende war? Nein. Der Bettigwilli von der Valiant. Und das für 8 Franken Flasche, hey, das war ein wahrliches Schnäppchen für den. Dann muss ich dann mal mit dem Willi wieder eigentlich eins trinken. Aber los, geh dann nicht ins Tübeli und schon gar nicht mit dem Auto. Also nicht ins Tübeli, das begreife ich ja noch, weil der Erwin ist 3 Monate fort und hat zuhört, wenn die Wäschweiber gerade gewaschen haben. Aber warum meinst du jetzt nicht mit dem Auto? Hast eine gute Autoversicherung. Parkschaden deckt, stellst du einfach am richtigen Ort hin. Also, ich parkiere den immer hinter der alten Grütermetzgerei. Oh, da kommst du aber im Tricksli weg, du. Sicher nicht, der Säuli ist ja jetzt zu gross gewesen. Nicht das, das andere. Und das kann dann ganz schön verrückt werden, wenn du die Göppel dort auf dem Parkplatz hinter der Grütermetzgerei einstehst. Das ist nämlich ihre. Und wenn sie dann verrückt ist, du, dann hat sie tatsächlich letztes Mal das Auto von dem verkratzt, das dort parkiert hat. Hat sie dir eigentlich ihre Krallen gezeigt? Ja, das kann sein, aber dass ich ihr das geliebte Söhli nach Grosswangen in den Ruhestand müssen entlassen musste, ja, dann ist das schon ihre sanftmütige Seite für den Hodel. Ja, los, das Söhli, das hat sie nie weggegeben. Komm, das ist doch nicht so schlimm. Söhli kann seinen Ruhestand geniessen und Frau Grüter kommt von Grosswangen jede Woche ein neues Pack frische Spaghetti geliefert. Ja, du hast ja schon recht. Jetzt ist es halt einfach so. Das Trixli ist nicht mehr bei ihrem Säuli. Und das Büsi ist nicht mehr bei ihrem Kalter.